Warum ich kein Berserk mag. Berserk, geschrieben und gezeichnet von Kentaro Miura, gehört zu den beliebtesten zugleich zurückgedrängten Manga. Es ist die Rede vom missbrauchten Söldnerjungen Guts, der oft die Bande der Falken trifft. Einer von ihnen trat als das hervor, was Guts nie bezeugte: einen Freund. Doch seine Visionen und Ideale sowie Respekt standen über dem. Guts bekam das mit eigenen Worten mit. Daraufhin verschwand er. Griffith, der sich die Gunst der Prinzessin erwies, drehte durch, dass sein Schwertmann nicht mehr da ist, und entjungferte aus Frust sie. Die Lakaien verschleppten Griffith für die Schändung der königlichen Ehre, und ein kleiner buckliger Mann folterte ihn. Befreit durch seine Kameraden kehrt auch Guts zu seinem fast bewegungsunfähigen Freund zurück. Griffith hat etwas anderes als Dankbarkeit im Kopf, sondern ebenfalls in der Hand. Ein Behelit. Dieser verformte Dragon Ball erfüllt ihr jeden Wunsch, im Gegenzug einer Sache, die wichtig erscheint. Dabei sehnen vier Gestalten herbei, die dir das nehmen. Ein knochenüberzogener Ritter rettet zwei Mitglieder. Eins verstümmelt, eins vergewaltigt. Das ist der Hauptstatus von Berserk. Schon vor Eclipse war Berserk einfach nur deprimierend. Diese unangenehme Dreiecksbeziehung, die wirklich alles an Geschehen den anderen wegnehmen. Ich hätte so gerne mehr über den restlichen Falkentrupp gesehen, gewusst. Wieso Giulio am menschlichsten bleibt. Warum Korkus ein Arschloch ist. Von wo kommt Pippin? Ist er Samoaner, Filipino? Das sind Figuren, mit denen man den Zuschauer Faszination für mittelalterliche Fantasy anheizt. Meinetwegen hätten Guts und Casca fallen können. Denn Guts ist für mich nichts weiter als der große Hartverdauer, der sein ganzes Potenzial nur in der Berserkerrüstung ausschöpft. Und Casca, so selbstbewusst wie sie ist, wurde nur zur körperlichen Entweihung geschrieben. Griffith ist die interessanteste Figur, sowohl ästhetisch als auch charakterlich. Der anfangs gute, später böse und jetzt neutrale König seines Traumes. Der im 90er-Anime grad noch so als Bube durchgeht, jetzt fällt er komplett aus dem androgynen Gleichgewicht und ist nur noch ein Ziel weiblicher Cosplayer. Welche einzige Geschichte mir gefallen hat nach dem Versterben dieser tollen Mannschaft, war die mit dem Graf Count, der sich in ein Monster der Godhand verwandeln lassen wollte, weil er den Anblick nicht ertrug, dass sich die Mutter seines Kindes in einer Orgie an einen Satansgötzen rieb. Als dann Guts auf ihn trifft, voller Hass, zögert er nicht, das Kind als Geisel zu nehmen. Mit abgetrenntem Haupt und einem Behelit in blutiger Verbindung beschwert er die Godhand, die dann Guts töten soll. Doch er kann nur zur völligen Selbstwiederherstellung etwas opfern, an dem ihn etwas liegt, seine Tochter. Und da kann man mehr Menschlichkeit in diesem zerstückelten Schnecken etwas erkennen, als in Guts, der Spaß dabei hatte, den Graf vor seiner eigenen Tochter zu foltern, indem er sich lieber in den Abyss ziehen lässt. Wer weiß, was Guts an dieser Stelle für seine Rache getan hätte. Das ist im Wesentlichen mein Problem mit Berserk. Nicht die Welt der Apostel an sich, wo eine Clive Barker Galerie an Freuden und Qualen aufzieht, sondern die Geschichte. Griffith kann meinetwegen als blutiges Rotkehlchen den Anführer geben. Nur Guts, dessen Leben aus reinem Schmerz besteht, erdrückt einen so. Man kann eine harte Vergangenheit haben, aber eines Tages verblassen selbst Narben oder verschwinden unter den Falten der Zeit. Denn wenn ich sehen will, wie Leute leiden, gucke ich mir eine japanische Bondage-Show an. Da konzentriere ich mich doch nicht auf eine Geschichte. Aus solchen Gründen ziehen Shonen wie Baki, Fist of the North Star oder das alte klassische Dragon Ball einen nicht runter, sondern bringen einen hoch zur Motivation von Angstbewältigung. Eine Sache gibt es noch, die Berserk widerwärtig und ekelhaft macht. Ich lese viel krudes Zeug, wo Leute gejagt, getötet oder im schlimmsten Fall gefoltert werden, aber nicht, dass Opfer sexueller Gewalt sind. Da zieht's bei mir eine Grenze. Es kann drauf angedeutet werden, es kann davon gesprochen werden, es kann, oder noch besser gesagt, sollte nicht Porträtierung finden. Deshalb liest man kein Fantasy. Ich weiß, auch wenn's Dark Fantasy ist, Death Dealer, Spawn ist es auch, aber da wird nicht detailliert gegen die widerständige Keuschheit von jemandem vorgegangen. Ist nur meine Meinung. Berserk hat durchaus die Berechtigung, ganz oben zu sein. Wer kann's dem Artwork verübeln? Aber nicht bei mir. Ob ihr auch ähnlich zu diesem Manga steht, lasst es mich in den Kommentaren wissen.